Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play Spellforce Conquest of Eo. Wollen wir mal schauen, ob wir in dieser Aufnahme tatsächlich jetzt mal hinkriegen, unsere Pläne oder die Pläne, die ich grundsätzlich habe, zu vervollständigen. Und dazu müssen wir jetzt als nächstes eigentlich erstmal diese Trolle hier aus dem Weg räumen, was vermutlich nicht ganz so einfach sein wird. Denn Nalkis ist jetzt nicht unbedingt der mächtigste Held, den wir haben. Weißschaden und panzerbrechende Angriffe könnte man eigentlich ganz gut machen. Das ist, glaube ich, noch okay. Und hier haben wir das. Könnte man da sonst was anderes nehmen? Bomben. Nee, nicht wirklich. Lassen wir es erstmal dabei und greifen wir diese eine der letzten Armeen von Rowan an. Knappe Niederlage heißt es hier. Wollen wir mal schauen, ob wir diesen Kampf nicht irgendwie noch zu unseren Gunsten drehen können. Wir müssen die Trolle irgendwie in Schacht halten. Das wird nicht unbedingt einfach. Ich werde aber mein Bestes geben. Sie werden sich jetzt erstmal hier überall auf die Brücke stellen, wie es scheint. Ja. Allerdings haben sie hier auch nur wirklich ein sehr dünnes Bewegungsfeld. Und wenn wir das jetzt blockieren, kommen sie hier nicht mehr besonders gut durch. Und wir werden es blockieren. Wir müssen es blockieren. Gehen wir mal mit unserem Hüter vorwärts und verprügeln wir den Fußsoldaten. Nice. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist, glaube ich, auch der, der Vampirismus hat, ne? Leben entziehen, genau, perfekt. So, dich ziehen wir jetzt mal hier hin. Wir können ein Tier wiederbeleben und wir können die Schockwelle machen. Kann Betäubung hinzufügen, also sehr gut. Mit dir gehen wir deswegen jetzt erstmal hier hin. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie was Cooles noch zu wirken? Haben wir toxisches Destillat? Haben wir. Okay, da sind die... Da ist der Schaden jetzt aber nicht besonders groß. Hier ist der Schaden auch nicht besonders groß, also lassen wir das mal. Wir brauchen unsere Paladine hier oben. Wir brauchen auch unseren Troll hier oben. Und wir brauchen Nalkis hier oben. So, jetzt können wir eine Gletschermischung schmeißen. Und diese drei Trolle daran hindern, irgendwas zu tun. Ziemlich cool. So, wollen wir mal gucken, ist das toxische Destillat mit dir stärker? Auch nicht. Wie sieht es mit dem Pestgefäß aus? Könnte man schmeißen. Ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht besonders hilfreich. Vielleicht können wir ein versiegeltes Elementar noch hier rufen. Damit wir ein bisschen Schaden noch hinzufügen können. Elementarschaden. Zaras Fluch auf den ist ein bisschen nervig. So, und jetzt werden sie mich hier leider ziemlich behaken, nehme ich mal an. Ja, tatsächlich haben sie es jetzt sogar geschafft, meine Hüter zu töten. Das hätte ich jetzt nicht so schnell für möglich gehalten. Vielleicht stellen wir dann erstmal den Golem hier hin und versuchen dann gleich den Hüter wiederzubeleben. Können wir das überhaupt? Wir können ihn wiederbeleben. Wir haben eine Schriftrolle der Wiederbelebung. Okay, das bringt uns so gut wie gar nichts. Die nehmen echt keinen Schaden. So gut wie keinen Schaden. Das macht immerhin 31 Schaden. Okay, wir müssen erstmal den Troll aus dem Weg räumen. So, und jetzt musst du... Ja, geh du erstmal hier. Das war jetzt zwar nicht wirklich so super effektiv, aber besser als nichts. So, was können wir hier machen? Wir können weiterhin versuchen, Schaden an den Trollen anzurichten. Und wie mir scheint, müssen wir das auch, sonst werden wir hier nämlich kläglich untergehen. 23 Schaden, okay. Können wir vielleicht wieder die Gletschermischung wirken, damit sich hier keiner bewegen kann. Wir jetzt erstmal. Die Bombe bringt es nicht wirklich. So.
Warten auf Befehle, der Troll kann noch etwas machen. Was könnten wir denn jetzt mal Sinnvolles machen? Also wirklich Sinnvolles. Wir können wirklich ein Pestgefäß schmeißen. Das bringt nichts. Zumindest nicht da. Der kann auch hier nicht rüber. Was noch nerviger ist. Zumindest aktuell nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Autsch. Autsch. Okay. Ich bin überrascht, wie sehr unser Titan dann doch aufs Maul kriegt. Yes. Und ich befürchte, dass ich gezwungen bin, hier wirklich aufs Äußerste zu gehen. Wir haben keine Wahl, wir müssen Pestgefäße schmeißen. Wenn wir die nicht schmeißen, dann werden wir hier nämlich gleich diesen Kampf verlieren. So, ungeordnet sind die jetzt mittlerweile. Teilweise. Wir haben aber, glaube ich, keine Möglichkeit. Doch, wir haben... Ja, ein paar von denen könnten wir eventuell versklaven. Zumindest diesen Troll hier hinten. Bei dem würde das gehen. Yes. Wort der Stille bringt jetzt auch nicht mehr wirklich was. Ich würde mal sagen, es wäre angebracht, wenn wir den Gigantentrunk gleich mal anwenden. Yes. Auf den Titan. So, das ist schon mal gut. Und wir können sein Leben erhöhen. Jetzt hat er 555 Lebenspunkte. Also, wenn das nicht mal irgendwie funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Kommen wir mit dem hier ganz rum? Das wäre natürlich yes. Schön. Aber als erstes müssen wir ein weiteres Pestgefäß schmeißen. Schön. Okay. Weiter geht's. Okay, die Gegner sind mittlerweile verzweifelt. Und so wie es scheint, können sie auch nicht... Oh, wir kriegen aber auch Schaden rein, ne? Das ist ja absurd. So, jetzt können wir hier rüber. Einen von denen können wir uns jetzt auch snacken. Kriegstroll. Der Stufe... Welche Stufe ist der? Stufe 5. Welche Stufen sind die? Das ist einfach nur Stufe 1. Stufe 2. Okay, den auf Stufe 5 sich zu holen, wäre ja gar nicht mal so blöd, ne? Den holen wir uns. Yes. So, und dann müssen wir noch gucken, dass wir... den vielleicht tot kriegen. Den ziehen wir weg. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Der haut ab. Der kann dem nachfolgen. Und mit Nalkis können wir jetzt über die Schriftrolle der Wiederbelebung unseren Hüter zurückholen. Den würde ich nämlich auch wirklich nur ungerne verlieren. Yes. Commander. Yes. Mach das mal kaputt, dann können wir mit Nalkis hinterher und den nochmal angreifen. Weiter geht's. Der greift jetzt den Troll an. Sehr schön. Wir können den Troll erledigen. Ja, das war ein ziemlich teurer Kampf, muss man sagen. Die Pestgefäße, die wir hier eingesetzt haben, die hätte ich gerne anders benutzt. Aber hey, es ist wie es ist. Der Troll hier dürfte jetzt ein paar Stufen aufgestiegen sein. Wir könnten ihm Lebenspunkte geben. Das bringt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Deswegen gehen wir jetzt hier eher auf Motivieren. Willenskraft kann der auf jeden Fall noch ein bisschen gebrauchen. Rüstung kann der gebrauchen, ist direkt auf Stufe 4. Nalkis hat jetzt mittlerweile die höchste Stufe erreicht. Fiole der Tiara werfen. Auf einer feindlichen Einheit in 4 Reichweite. Minus 100% Weißresistenz. Zusätzlicher Glyphenplatz oder Fiole des Nidhalf werfen. Tja, das ist jetzt die Frage, das ist nicht ganz einfach. Da Nalkis selbst Weißschaden macht, wäre es, glaube ich, gar nicht blöd, wenn man die Fiole der Tiara nimmt.
als ziemlich mächtige Möglichkeit. So, der Weg hier ist jetzt also auch frei. Rowans stärkster Trupp ist erledigt worden. Mein Troll ist hier mittlerweile auch dabei, das ist gut. Und jetzt müssen wir uns nochmal eben anschauen, was wir hier machen könnten. Okay, wir müssen im Grunde hier jetzt auch wieder den nächsten abwehren. Das ist echt so crazy, ne? Ich finde das wirklich erstaunlich crazy. Mein lieber Herr, dear Mr. Singing Club, ey, Kerlo-Kiste. Das wird echt nicht einfach. Aber, naja, lassen wir sie einfach kommen. Was sollen wir machen? Der bewegt sich jetzt auch noch. Das soll er eigentlich nicht, ne? Der soll da bleiben. Welche Truppen denn nicht? Welche Truppen haben denn noch Bewegung? Die machen gerade Dinge, die machen gerade Dinge, die machen auch Dinge. Die machen alle Dinge. Nur die können sich halt bewegen. Dieser Trupp kostet uns 8 Gold. Ist echt recht teuer, aber naja. Ja, beenden wir die Runde. Okay, er meidet uns. Interessant. Wo will er denn dann hin? Frage ich mich gerade. Der geht auch zurück. Rowans Trupp ist hier relativ ekelhaft unterwegs. Oh, wir haben sogar ein Goldnugget hier gefunden. Bergkupferader. Hitzestein, nicht schlecht. Was haben wir hier gefunden? Noch mehr Feuersteine. Und noch mehr Gold. Okay, wir haben einiges hier fertiggestellt. Wichtig ist jetzt, glaube ich, auch, dass wir versuchen, wieder die Pestgefäße zu bekommen. Und wir brauchen wieder eine Schriftrolle der Wiederbelebung. Da haben wir jetzt relativ viel verloren. Das ist nicht gut. Potentes Wasser haben wir gerade nicht. Wir haben auch gerade nicht, und das ist ein bisschen sehr schade, wir haben gerade kein, wie heißt es, destilliertes Aria. Okay, was machen wir am besten? Wir müssen kommen auf, was brauchen wir? Okay, wir können einmal den nehmen. Und ansonsten könnten Gigantentrunke reichen. Wobei ich da eigentlich gar nicht so viele einsetzen will, ne? 2 Stück brauchen wir noch. Wobei, können wir das vielleicht anders regeln? Ne, können wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, Schriftrolle der Wiederbelebung. Sehr wichtig. So, und jetzt brauchen wir Pestgefäße. Wie kommen wir an Pestgefäße? Am besten wäre beispielsweise rituelle Dolche. Wobei, warte mal, da haben wir 2, 3... Blutegel-Elixier, 2 Stück, nehmen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir nämlich auch wieder. Für die perfekte Kombo, die wir haben mit Zeltris, brauchen wir diese Fähigkeit. Obsidianschale. Dann haben wir hier orkische Rotkappe. So, das macht ein Betäubungselixier. Wenn man hier jetzt Adamantinum mit reinnimmt, kommt man auch nicht auf das, was wir wollen. Kann man einen Stein der Weisen als Kat... Nee, kann man nicht. Es ist eine Zutat. Schriftrolle des Todeszeichens könnte man vielleicht sonst benutzen, ne? Wo haben wir das Juwel? Da. Pestgefäß. 1. Wirklich relativ teuer. Giftbeschichtung. Vielleicht brauchen wir davon jetzt erstmal 2. Dann haben wir noch eine Giftbeschichtung und dann brauchen wir noch einen Punkt. Dann nehmen wir das Fell, noch ein Pestgefäß. Dauert aber auch 2 Runden, ne? Darf man auch nicht vergessen. 80 Überreste. So, und als nächstes gehen wir ins Inventar und verkaufen 4 Goldnuggets. Um wieder auf 74 Gold hochzukommen. Wenn wir endlich die Meisterschaft auf 100 haben, können wir alles Allfeuer, was wir haben, in Mana und in Forschung aufteilen. Und dann können wir teilweise bis zu 130 Mana pro Runde kriegen. Und das wären 65 Gold pro Runde. Dann haben wir wirklich kein Problem mehr mit Geld. Aber aktuell müssen wir noch ein bisschen damit leben,
dass wir da einen Engpass haben. So, dich packe ich jetzt erstmal nach oben. Du gehst weiterhin dahin. Mit dir wollen wir hier oben hingehen. Da ist noch ein Trupp von Rowan. Aber wie gesagt, viel fehlt da jetzt nicht mehr. Mit dir gehen wir hier unten lang. Du bleibst vielleicht erstmal... Wobei, du bleibst mal hier in der Nähe. Es kann nämlich sein, dass wir dich gleich wieder brauchen. Wir haben ja hier immer noch zwei Trupps von Rowan, die weg müssen. Und das hier muss auch noch bereinigt werden. Das fehlt jetzt aktuell ja noch alles. So, wir wollten hier jetzt auf Untotenjagd gehen. Wir haben einmal den Trupp. Und hier oben ziemlich viele Trupps, die weg müssen. Gehen wir erstmal hier hin. Wir bekommen 15 Forschungen. Klingt erstmal ganz nett. So, jetzt gehen wir hier rein. Was sagt er uns? Er sagt uns eine entscheidende Niederlage. Wir wissen, dass es völliger Mumpitz ist. Auch wenn er hier starke Skelettkrieger zu haben scheint, aber die können uns nicht aufhalten. In der nächsten Runde gibt es dann auch wieder viele Sachen, die wir brauchen. Das Egel-Elixier alleine ist ja schon absolutes Gold wert. Was genau war jetzt hier das Problem? Fügt zu Beginn des Zugs der Einheit 5 Totschaden zu. Ach, okay. Das ist natürlich echt nicht so gut. So, Tiaras Segen auf all deinen Wegen. Wir brauchen einen Gigantentrunk. Und dann würde ich sagen, schicken wir dich doch mal in den Kampf, oder? In den Kampf und zum Sieg. Mit dir gehen wir... Wir können dich noch ein bisschen hier mit Heilung ausstatten. Wir könnten die ja mal hier hinstellen, ne? Ja, das war schon mal nicht ganz so schlecht. Ja, das macht jetzt nicht wirklich viel Schaden. So. Dich können wir aber schon mal in Position bringen. Okay, Runde beenden. Hoffen wir, dass sie sich alle größtenteils auf Seltris konzentrieren. Sie scheinen das auch zu tun. Da ist der erste Skelettkrieger weg. Okay. Die sind nicht alle vollkommen blöd. Sie konzentrieren sich teilweise doch auf unsere schwachen Nag-Fernkämpfer. Wir kriegen ja auch leider ordentlich Schaden durch diesen blöden Giftscheiß. Aber wir sind ja nicht völlig wehrlos. Das war zum Beispiel schon mal ziemlich nice. Du kannst leider keine Aktion machen, sehe ich gerade. Oh, wir können den erledigen. Gut. So, was kannst du noch machen? Wir könnten den erledigen. Nicht ganz leider. Wobei, der brennt. Der dürfte dann in der nächsten Runde auch durch sein. Wie wär's denn, wenn wir einmal die Glückspille verwenden? Und dann kannst du nämlich so machen. Das trifft die beiden. Okay. Busch. Busch brennend auch. Nice. Und runter. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wir können unsere Goblins zurückholen. Da sind sie. Erledigt. Keinen Verlust. Und wir haben auch mal die Glückspillen eingesetzt. Da hat man gerade gesehen, wenn man die an die richtige Unit
bei der richtigen Unit verwendet, dann hat das enorme Vorteile für einen selbst. Verdorbenes Adamantinum und Himmelseisen haben wir jetzt bekommen. Ja, und als nächstes gehen wir wieder hier hoch und kümmern uns dann in der nächsten Runde um die weiteren Untoten hier. Geheimnis der Former haben wir hier auch noch. Es ist verrückt. So, statt Lorraine, da gab es ja nichts Besonderes. Aber wir müssen... Ja, wir gehen nach Odale mit dir. Oh. Während der Reise weichen die goldenen Felder einer verkohlten, trostlosen Landschaft. Ein ausgebrannter Hof steht in der Asche wie geschwärzte Knochen. Ein Mann mittleren Alters mit gebräunter Haut und von der Sonne gebleichtem Haar lehnt an einem toten Baum, blickt auf das verbrannte Land und murmelt leise vor sich hin. Geht näher heran und hört zu. Der Mann ignoriert euch und fährt mit seinem leisen Murmeln fort. Ich bitte euch, Wächter von Eo, bitte. Ich habe niemanden geschadet oder wehgetan. Ich verdiene diese Strafe durch Ungeziefer und Feuer nicht. Was habt ihr über Ungeziefer gesagt? Sie kamen immer wieder, fraßen mein Getreide, haben meine Tiere niedergetrampelt, riesige Käfer, so groß wie mein Haus. Solltet ihr jemals auf diese Biester stoßen, bitte tut diesem alten Mann den Gefallen und tötet sie. Ich habe es versucht, habe zu den Waffen gegriffen und alles nach ihnen geworfen, was ich hatte. Hätte mich beinahe das Leben gekostet. Diese Chitinplatten sind einfach zu dick. O Aon, ihr Wächter, zeigt diesen Monstern euren Zorn. Er setzt sein Gebet fort, als hätte er eure Anwesenheit bereits wieder vergessen. Wir werden die Augen offen halten. Ja, da oben sind sie. Da müssen wir jetzt natürlich wieder komplett zurückgehen. Das ist echt immer ein bisschen anstrengend. Ich habe auch gerade gesehen, dass wir hier ja auch etwas verloren haben. Und wir das theoretisch uns auch noch anschauen müssten. Wir können hier hin. So. Wir können hier hin, kriegen 32 Gold, nice, und können uns mal das Grauschattental anschauen. Ein kalter Bergwind fegt durch die Gassen und wirbelt Kohlenstaub und Kieselsteine auf den Hauptstraßen auf. Die rüstigen Gebäude hier wirken so, als würden sie dicht an dicht nebeneinander am Boden kauern. Ein ehrliches Wettrennen. Das machen wir lieber nicht. Weil es kann sein, dass wir dann einen Kampf auslösen und das kann er hier ja unmöglich schaffen. Diese Einheit und alle Verbündeten in ihrem Trupp erhalten kann Berge und Klippen überqueren. Das ist natürlich echt viel wert, ne? Hämmer des Zorns kann man hier auch ausbilden. Uiuiui. Verdorbene Glyphe. Ja, man kriegt hier schon krasse Sachen. Ansonsten scheint dieser Ort aber jetzt nicht so wichtig zu sein. Okay, die Medusa-Kriegerin, was machen wir mit dir? Vielleicht gehen wir mal mit dir Richtung Odale. Nalkis kann im Grunde auch wieder nach oben gehen. Nalkis schaut sich, glaube ich, mal die Allfeuerquelle hier an. Das nervt ja schon ein wenig. Und du solltest hier in die Richtung gehen. Die haben zuckende Augapfel, Knochenstaub und Zwergenwindkraut gefunden. Ein weiterer Spawnpunkt, ein orkisches Kriegslager. So. Vielleicht gehen wir mit V-Lira immer mal so ein bisschen in die Richtung dieser Medusa-Einheit. Okay, weiter geht's. Ja, sie geht Richtung Siebenburg. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Genau wie auf die Untoten hier. Ich hasse euch so sehr. Rückzug natürlich. Auch die wollen mich abhalten. Ich hasse es echt. Okay. Das macht mich wirklich ein bisschen fuchsig, dass Rowan immer noch so penetrant ist. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Okay. Wo können wir in unserem Gebiet hier ein Hexfeld hier oben? Perfekt. Das sind vier weitere Allfeuer pro Runde. Als nächstes machen wir... Irgendwas hatte ich gerade im Kopf, was ich gerne machen wollen würde. War das jetzt schon teleportieren? Nein, wir brauchen ein Irrlicht. Ein weiteres Irrlicht. So, wo haben wir... So, du. Du musst jetzt erstmal gucken. Da haben wir ein Goldnugget und 32 Gold. Das ist sehr viel wert. Du kümmerst dich als nächstes mal um den. Wir kriegen außerdem Lenia, Knochenstaub und ein Talisman. Wir gehen in die Richtung. Wir kommt auch in die Richtung.
So, hol uns den. Und du hol uns den. Das wären 8 weitere Allfeuer. Okay, Zeltris. Legen wir los und verprügeln diese Untote. Die müssen einfach alle weg. Es nützt nichts. Hier kriegen wir ansonsten noch Schriftrolle des Todeszeichens. Ach, warum nicht? Und was kriegen wir hier? Arkanes Gebräu. Warum nicht? So, hier kriegen wir Phenonbier. Da können wir sicher auch noch was anderes mit anfangen. Zum Beispiel könnten wir... Glückspille, gehärteter Stein. Glückspille finde ich sehr gut. Glückspille würde ich gerne wieder einen haben. Zurück. So, haben wir noch einen Gigantentrunk? Yes. Haben wir noch ein... Ja, perfekt. Aktuell würden wir Säure bekommen. So, Glückspille. Haben wir genug heiliges Wasser? Nur 2. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig sogar. So. Ja, weiter geht's. Wollen wir mal gucken, wie viele Untote von denen wir in einer Runde besiegen können. Wir fangen mit dir an. Knappe Niederlage, sagt er. Auf jeden Fall wird das eine knappe Niederlage. Das sehe ich genauso. Die verstärken sich jetzt offenbar auch wieder alle gegenseitig mit Kampfschrei. Statt zu warten, bis alle auf einem Haufen sind, aber na gut. So. Zeltris ist wieder am Start. Commander. Hä? So. Okay, wir gehen auf jeden Fall, glaube ich, mal mit ihm vorwärts. Das sieht schon mal gut aus. Yes? So, ich könnte jetzt... meine Glückspille einsetzen. Damit ich so machen kann. Das bringt gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Ah, du hast noch einen Angriff offen. Ah, wir können den töten. So, greift ruhig an, meine Freunde. Greift Zeltris an. Und macht euch zum Obst der Woche. Okay. Oh, scheiße! What the fuck? Ich kann die auch gerade nicht zurückholen. Hä?
Drei Aktionen. Wir müssen. Ich muss mal eben genau gucken, weil das Problem ist, am besten wäre es, wenn ich jetzt Zeltris. Warte mal. Wie viel Schaden macht zum Beispiel das? 18. Das reicht nicht. Das macht gar keinen Schaden. Wie viel Schaden macht das toxische Destillat? Okay. Und jetzt das. Natürlich haben wir so viel Glück nicht. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe mit dir dahin. Geb dir die letzte Glückspille. Dann gehen wir hierhin und holen uns unsere Priesterin zurück. Und dann hast du noch eine letzte Möglichkeit und gibst am besten, wirfst das Teil. So. Puh. So konnten wenigstens unsere Priesterinnen überleben. Die wollte ich nämlich ehrlich gesagt nicht verlieren, auch wenn ich jetzt die Glückspillen alle ausgegeben habe. Aber meiner Meinung nach war es das auf jeden Fall wert. So, jetzt haben wir euch noch. Das ist schon wieder ein anderer Schnack. Also ich müsste hier dann auf jeden Fall vorab ein bisschen Heilung wirken, um die besiegen zu können. Hier haben wir sehr viele von diesen Vampiren. Die Vampire sind eigentlich auch nicht besonders stark, aber... So, jetzt haben wir das ein bisschen verstärkt. Wer wartet denn noch auf Befehle? Ihr wartet noch auf Befehle? Okay, euch ziehe ich erstmal hoch. Aus dem Gefahrenbereich. Ihr seid jetzt hier runtergekommen, aber ich wollte doch... Wo waren die denn? Waren die hier oben? Da! Die sind immer noch da. So, und wo ist Nalkis? Nalkis ist da. Du gehst auch in die Richtung. Ach, greifen wir jetzt an oder greifen wir nicht an? Eigentlich müssten wir angreifen. So. Euch gibt es ja auch noch. Ja, hier oben wird ja nicht mehr viel anderes sein. Trotzdem muss der Zwerg irgendwie im Dunstkreis hier oben bleiben. Ja, wir müssen angreifen, das nützt nichts. Pyrrhus-Sieg. Ihr werdet große Verluste erleiden, aber wir werden irgendwie gewinnen, ganz merkwürdig. Wir beginnen die Schlacht. So, kommt alle her. Stellt euch alle irgendwie zusammen. Okay. Commander. Das übliche Spiel. Da reicht hier sowieso nichts. Das übliche Spiel. Tiaras Segen, Tiaras Segen. Auf all deinen Wegen. Dann brauchen wir einen Gigantentrunk. Das ist der letzte, den wir haben. Commander. Wir gehen am besten jetzt erstmal hier hin und dann machen wir nämlich so. Ja, du gehst am besten hier hin. So. Und du stellst dich hier. Commander. Und du stellst dich hier. Und du stellst dich hier. So, greif bitte selbst was an. Seele gefangen? Was soll das denn heißen? Ich bin gerade ein bisschen entsetzt über das Seele gefangen, aber okay.
Wir kriegen 40 zurück, wir kriegen 20 Leben zurück. Du kannst allerdings keine Aktionen machen. Das ist ziemlich gut. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Reichweitenmalus, der nervt schon ziemlich, ne? Was können wir hiermit machen? Das sieht wirkungsvoll aus. Und Berserkerpilze. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir hier mal ein bisschen rein. Gut. Die sind auch erledigt. Wir haben nur einen Aktionspunkt, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch echt wenig, ne? Machen wir vielleicht erstmal euch. Gut. 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 Hä? Ich wollte gerade sagen, wie haben sie denn das gemacht? Aber wir kriegen sie down. Und wir mussten, glaube ich, was haben wir jetzt eingesetzt? Nur einmal heiliges Wasser, glaube ich. Insgesamt also ganz gut. Puh, und wir bekommen Feengras, verfaultes Hirn und eine leere Fiole. Ja, jetzt bleibt hier im Grunde nur noch... Da haben wir noch mehr Rowan. 1037. Der geht mir langsam wirklich schon sehr auf den Geist, ne? Das muss ich mal sagen. Schule der magischen Kriegsführung. Um Gottes Willen, ey. Es ist teilweise echt. So, konnten wir in Siebenburg eigentlich noch irgendwas Sinnvolles machen? Man kann hier halt Tiaras Priesterin gerecht Einheitsverzauberung. Das Licht der Tiara steht im Gegensatz zu untoten Abscheulichkeiten und dämonischen Wesen. Wenn man Tiaras Licht anruft, werden die gesegneten Waffen des Bösen große Pein zufügen. Fiole der Tiara. 82 kosten die. Das ist halt schon sauteuer, ne? Ich weiß nicht, was man hiermit machen kann. Vielleicht ist es ja so, dass wenn man das eine Einheit in die Hand drückt, sie mega stark wird. I don't know. Naja, bleiben wir auf jeden Fall erstmal hier in dieser... in diesem Dunstkreis und beenden die Runde. Okay, und da gast du mich wirklich abfacken ohne Ende. Ich hasse ihn so sehr, es ist unfassbar. Das war irgendwie klar, dass das passieren würde. Wir werden natürlich die Schlacht beginnen. Wir kennen unser Vorgehen, ja. Einmal Tiaras Segen, immer Tiaras Segen. Gigantentrunk haben wir jetzt nicht mehr. Aber wir haben das Blutegel-Elixier. Was fast genauso gut ist. Und jetzt werden wir euch schon mal ein wenig in Position bringen. Und unsere Leute auch schon mal. So, das Einzige, was man jetzt nochmal machen könnte, wäre vorher... ein paar Rationen verteilen.
hast noch zwei Aktionen. Seltris hat leider echt ein bisschen wenig Fokus, ne? Aber gut, wir haben den Fokustrank dafür. Aber vielleicht ginge es eigentlich ja noch eleganter. Die stellen sich alle richtig schön auf einen Haufen hier, die Vampire und die Vampir-Akolyten. Yes? Das wird euch teuer zu stehen kommen. Das wird euch sehr teuer zu stehen kommen. Schwach gegen Schadensart heißt es hier. So, du schnappst dir schon mal die und versuchst sie zu binden. Ich hoffe, das klappt auch. So, beenden wir die Runde und hoffen, dass sie größtenteils auf Seltris drauf marschieren werden. Es sieht gut aus. Da greifen sie den Troll an. Da greifen sie weiter Seltris an. Und die greifen tatsächlich meine... What the? Ich bin entsetzt. Aber da werden wir jetzt natürlich auch gleich eine Lösung für finden. So, wir machen jetzt erstmal den. Das erledigt schon mal zwei meiner Probleme. Das erledigt dieses Problem. Das kann so viele Probleme lösen. Geben wir mal das Problem. So, wir müssen wieder ein bisschen heilen. Und Runde beenden. Du wirst nicht glücklich. Wenn du Seltris angreifst, mein Freund, das wird nichts. Ja, sie haben uns angegriffen, sie haben dafür kassiert. Und wie sie kassiert haben. Großartig, ein heldenhafter Sieg, unsere Trolle steigen hier auf. Sandschleudern oder plus zwei Rüstung gegen Nahkampfangriffe finde ich ganz gut. Sehr schön. Die greifen uns da jetzt an. Die sind aber auch wirklich verrückt, ne? Die Bären. Jede Runde entsteht die Chance, für eine zufällige Einheit von verwurzelt betroffen zu sein. Ja, den Schlacht beginnen wir auch. Sollen sie doch angreifen. Das Gute ist, bei ihm spawnt ja nichts mehr. Also er kann keine neuen Einheiten... bekommen. Insofern soll er sich gerne verausgaben. So, wir sammeln uns jetzt hier oben. Da kommt er. Ja, das ist jetzt insgesamt nicht so ganz klug, was du da machst. Wir haben nämlich Pestgefäße. Wenn du das wirkst, ist das stärker? Nicht sonderlich. Okay, ich glaube, wir stürmen erstmal mit einem vor. Keine wirkliche Sicht auf irgendwas. So, mit dir gehen wir jetzt mal hier hin. Pestgefäß! Du kannst vielleicht auch noch was machen. Was können wir denn mal machen? Wir könnten dafür sorgen, dass die sich nicht mehr bewegen können.
Wollen wir das, ist die Frage. Ja, machen wir. Wobei, die waren eh verwurzelt, ne? Also war das irgendwie ein bisschen dumm. Naja. Das bringt es jetzt nicht. So. Wir können die Beeren ganz schön in die Mangel nehmen. Halte ich auch für eine ganz gute Idee. Weil wir ja wissen, dass diese Beeren auch erstaunlich viel aushalten. So. Weiter geht's. Du musst sterben. Ah, du kannst den Bären töten. Du kannst die töten. Normaler Angriff ist fast besser. Wobei, du bist schwach gegen die Schadensart. Mittlerweile sind sie verzweifelt. Auch die Armen. Ich will das ihnen auch gar nicht zumuten, aber irgendwie... Irgendwie geschieht es einfach. Inferno. Das war doch auch schon mal gut. So, was können wir mit dir machen? Die können wir komplett zerbröseln lassen. Gut. Du kannst auf die Beeren losgehen. Du kannst dich schon mal hierhin positionieren. Und du... Ja, was können wir denn mal machen? Oh, das ist doch gut. Die haben jetzt auch keinen Bock mehr. Versuchen zu fliehen. Gelegenheitsangriffe machen euch völlig kaputt. Und wir haben auch diesen Kampf 1A gewonnen. Huiuiui. Ein Level Up bei euch. Für jeden Verbündeten mit Versklavt in ihrem Trupp erhält diese Einheit plus 2 Schaden. Wie viele haben wir da eigentlich? Ein paar haben wir auf jeden Fall. 2 Versklavte. Gut. Potentes Wasser und Aria. Verdorbenes Adamantinum und verdorbenen Rubin. 96 Meisterschaft, es dauert nicht mehr lange. Zwergengewölbe. Die Zwerge befestigen ihre unterirdischen Hallen mit alter Zauberschmiedekunst. Die Bedeutung dieser Glyphen kann geändert werden, um Glück und Gold zu verheißen. Okay. Was können wir denn als nächstes mal erforschen? Wie wäre es mit heilige Rüstung? Nithals Segen gewährt allerlei Schutz. Es dauert ja nur 5 Runden. So. Wir sind echt nicht mehr weit weg. Werkstatt, Zwergengewölbe. Dieser Raum beherbergt nicht nur eure Schätze, seine Magie hilft euch auch, sie überhaupt erst zu finden. Findet 10% mehr Beute und plus 3 Gold pro Tag. Könnte ganz cool sein. Brauchen wir die Befestigungswerkstatt, frage ich mich gerade. Ehrlich gesagt brauchen wir das nicht wirklich. Das bringt uns einfach nur Gold pro Tag. Fürs Zwergengewölbe fehlt uns auch gerade ein bisschen Mana. Okay, ich würde sagen, wir beenden das jetzt erstmal. Und beim nächsten Mal machen wir dann den Rest von dem, was ich mir vorgenommen hatte. Wir werden hier... Also hier haben wir jetzt ja im Prinzip die Untoten weggeprügelt. Jetzt muss dieser Trupp noch weg. Und dann können wir hier so langsam auch verschwinden. Und ich würde meinen Turm dann auch gerne mal wegziehen. Als erstes könnte man eigentlich ihn nach hier unten ziehen, damit wir die Forma-Ruine noch machen können. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Also tendenziell würde ich diesen Teil der Map dann auch gerne langsam mal abschließen, damit wir die Krypta der Wiedergänge auch mal machen können. Das zieht sich ja jetzt schon ziemlich lange. Hier ist auch noch ein Trupp von Rowan. Auch wieder ein ziemlich starker sogar. Es endet einfach nicht, ne? Also... Obwohl er weg ist, haben wir immer noch mit seinen Units zu tun. Aber mal gucken. Es wird ja nicht ewig anhalten. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.